Hey Leute, hier ist wieder euer Sergeant Chaos und wir spielen wieder eine kleine Runde Mad Games Tycoon. Genau, und letztes Mal waren wir dabei, ein bisschen Geld anzusparen, damit wir ins größere Gebäude können. Und das würde ich jetzt sogar weiterverfolgen. Wenn hier das Spiel mal ein bisschen sich verkauft. Soll das eigentlich ganz gut klappen. Da brauchen wir in der Zwischenzeit auch hier nichts anfangen von wegen programmieren. Wir könnten eine neue Engine programmieren. Wir haben Arcade, Wirtschaft, Strategie, Rollenspiel. Und dann könnten wir hier zum Beispiel eine Denkspiel-Engine machen. Das ist dann die Denkpixel 1. Mit natürlich allen Features. So. So, dann haben die was zu tun. Er hier ist immer noch fleißig am Lernen. Ich weiß echt nicht, was man hier braucht. Aber ich denke, Game Design. Gameplay. Also es fällt besser nur das Gameplay. Also denke ich, sie brauchen auch nur Game Design? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Die Sales halten sich eigentlich sehr gut. Höhere Spiellänge gewünscht. Es gibt immer welche, die sind unzufrieden. So. Also Grafikstudio können wir jetzt auch voll auslasten. 500.000. Dann forschen wir wieder ein bisschen an Konsole. Eine Spielkonsole wurde vom Markt genommen. Die neue Engine ist schon fertig. Ihr seid ja flott. Dann können wir noch die Adventure Pixel 1 machen. Ja, alles auswählen. Gleich mal anlaufen lassen hier. Und hier, ja, dann haben wir nur eine Mille, 1,2 Mille. Das ist wenig. Ich denke, 2 Mille brauchen wir mindestens. Sehr für Casual Game. 4,6. Ist auch noch zu wenig. Komm, macht's mal hin hier. Verkauft's mal ein bisschen besser. Ich will ins neue Büro. Tja. Wir könnten hier erstmal die Koordination abbrechen. Und den Raum koordinieren. Ah, noch besser. Den Raum. Noch ein bisschen Hype aufgebaut. Eine neue Engine ist da. Noch ein Update hier raushauen. Hier, hier, hier. So, komm, ich kann hier auf 5%. 5 Sterne. So, komm, hier auf 5 Sterne. So. Kriegt da nochmal ein 5-Sterne-Patch. Du hast nun genug Geld, um eine eigene Spielekonsole zu entwickeln. Das Hardware-Geschäft ist voller Risiken, kann aber auch viel Geld in die Kassen spülen. Super. Also haben wir jetzt auch die Konsolenentwicklung freigeschaltet. Das wird lustig. So viele Räume, die wir bauen müssen. Ich glaube, es ist gut, dass wir gleich in das 3-Miller-Haus umziehen. Ist nochmal die Sales hochgegangen. Jetzt ist auch noch der Patch da. Jetzt gehen die Sales wahrscheinlich nochmal ein Stückchen nach oben. Ich sollte eventuell nochmal schnell ein paar raushauen, bevor die Woche vorbei ist. Haben wir wieder 70.000 auf Lager.
Uhr. 18.000 wurden verkauft. Der hat langsam eine einigermaßen anständige Game-Design-Bewertung. Also ich glaube, wir schaffen es in dieser Folge sogar umzuziehen. Das ist schon eine krasse Sache. So, die nächste Woche ist rum. Müssen wir mal drauf achten, wie viel das kostet. Wie viel das uns bringt. Neues Genre ist verfügbar. Und neue Forschung für Konsole. Okay. 17.000 nur noch. Produzieren wir nochmal. Ja, 25.000. Zur Sicherheit. So. Er ist gerade eh nicht da. Und dann würde ich jetzt umziehen. Jetzt sollten wir unsere 6 Müll haben. Rein theoretisch. Nicht ganz, aber fast. Produzieren wir nochmal 50.000, dann sind wir auf der sicheren Seite. Das wird doch wahrscheinlich auch noch hier eine Woche dauern. Ich weiß gar nicht, ob der Lagerbestand da mit ins Neue reingeht. Das ist ja eine schnelle Sache. Da können wir noch schnell ein bisschen Geld nebenbei machen. Hilft uns alles beim Umzug. Er ist fertig, alles ist fertig. Das nehme ich doch mal wunderhübsch, jetzt muss nur noch er da fertig werden. Ah, ich hätte es nicht anfangen sollen, obwohl, es sind immerhin 300.000, wenn ich es richtig gesehen habe. Also, es hilft uns auf jeden Fall beim Umzug. Na komm, mach ihn hier. Ich will nicht so viel warten. So, der ist fertig. Der ist wieder verkauft. Super, superbst. Das würde 4... Nein, das machen wir nicht. Da habe ich zu wenig Puffer. Gehen wir gleich auf 3 Mille. 1,2 Mille kriegen wir hier wieder. Sind wir bei 4,7 Mille, die wir haben zum Neueinrichten. Stopp. Leute, ich weiß noch nicht mal, wer ihr alle seid. Aber ihr seid böse, das sehe ich jetzt schon. So. Fangen wir mit dem Entwicklungsraum an. Ups, ich sehe gar nicht, wie groß die sind. So. Ich glaube, wir hatten die 4x6 groß. Dann machen wir die jetzt 5x6 groß. Schauen wir mal, ob das so passt. Tische in Grau. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. So. Daneben kommt dann gleich Qualitätssicherung. Die ist auch 5x6. Die kriegt die Tür hier. Weil... Das nehme ich hier genau andersrum. So. Und so. Und so. Und so. Super. Dann kommt die Forschung. Auch 5x6. Die kriegen wir natürlich wieder hier. Und die kriegen... Die weißen Schreibtische. So.
wunderhübsch. Wunderhübsch. So, was brauchen wir jetzt noch? Grafikstudio. Grafikstudio können wir auch hier wieder die Größe machen. Die kriegen die Tür wieder auf der anderen Seite. Haben Grafikstudios... Ah, die haben eigene Dinge. Okay, so. So. Drei würden reinpassen. Das müsste man doch eins größer machen. Genau, eins größer müsste das Ganze werden hier. Und dann die Mitte. Schauen wir jetzt nochmal. Oh ja, das macht sowas von die Tür zu. Aber ist ja nicht schlimm. So. Können wir da ein Lager reinsetzen? Oh, das ist nur zwei groß hier. Das ist zu klein. Kann ich das ganze Ding verschieben? Stopp, machen wir es hier. So. Dann eins. Tür, was machst du? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, das sollte die Mitte sein. Ich kann dich nirgendwo hinsetzen. Was soll ich jetzt machen? Bin ich echt gearscht. Okay. So. Luxus-Grafikstudios kriegen die hier sogar. Die Schweine. Dann machen wir jetzt hier die Forschung einfach nochmal eins größer. Und damit ist die Fläche hier eh besetzt. So, dahin. Ne, ich lasse es so. So. Damit haben wir die Fläche schon mal besetzt. So. Was brauchen wir denn noch alles? Trainingsraum. Genau. Da ist der Flur. Hier. Die sind alle 6, ne? Dann machen wir hier auch 6. Vielleicht glaube ich sogar 4 mal 6. So. Trainingsraum. Hier vier Leute rein. Passt doch, perfekt. Nach Hause kann ich hier eben gleich diese schöne Tafel einstecken. Sieht man zwar nicht, aber ich weiß, dass sie da ist. Das ist das Wichtigste. So, jetzt haben wir einen Trainingsraum. Den Lagerraum hebe ich mir für später auf. Support. Mal 6 oder 5 mal 6? Lassen wir jetzt mal 4 mal 6. So viele Leute brauchen wir da, glaube ich, gerade nicht. Am Anfang vor allen Dingen nicht. Und Support hat, glaube ich, normale Schreibtische wieder. Reichen auch erstmal 2 Schreibtische. So viele Fans haben wir ja noch nicht. So. Was ich mit euch allen mache, habe ich jetzt gar keine Ahnung. Also du kommst hier in die Programmierung rein. Das wissen wir schon mal. So viel wissen wir. Support haben wir jetzt auch.
Chefbüro fehlt noch. Komm mal hier hin. Ja, der kriegt auch diesmal ein bisschen größer. 4x6 hier, Chefbüro. Muss schon richtig sein hier. Marmorschreibtisch. So. Dass niemand drauf schauen kann, was er da gerade machen ist. Konsolenentwicklung will ich jetzt auch haben. Mache ich jetzt auch erstmal 4x6. Brauchen die irgendwas Spezielles hier? Büro, Sitzmöglichkeiten, Konsolenentwicklung. Oh ja. Die brauchen was Spezielles. Kriegen sie auch erstmal. Zwei machen wir jetzt erstmal. So. Haben wir die Konsolenentwicklung auch schon mal. Produktion will ich unten ein bisschen größer machen. Klo. Ja, gleich. So, gleich 6x6. Hier, Riesentoilette. Diesmal für die. Kannst du dich nicht beschweren. So, Klo. Der Ernste, was geht. Luxuswaschbecken. Kriegen sie sogar. Ja, bitteschön. Und dann noch ein Händetrocken, natürlich. Den braucht man einfach. Der Aufenthaltsraum fehlt natürlich auch noch. So. Also, Entwicklung haben wir, Chefbüro haben wir, Forschung haben wir, Qualitätssicherung, Grafikstudio haben wir, Konsolenentwicklung haben wir, Support haben wir, Marketing fehlt noch. 4x6. So. Schreibtische. Kriegen wir jetzt mal wieder Holzschreibtische hier. Können wir da zwei gegenüberliegend machen? Ja, können wir. Ja, zwei reicht erstmal. Vorher hatten wir ja nur einen. So, damit haben wir das Marketing. Produktion und Lagerraum haben wir gesagt, machen wir später. Dann machen wir hier so. 6x6 Aufenthaltsraum. Kriegen sie einen riesigen Aufenthaltsraum. Können sie sich freuen. Aufenthaltsraum hier. Spielekonsole. Spielautomat. Dicker Kühlschrank. Snackautomaten. Energy Drink Automat. Ups. Kaffeeautomat. Cola Automat. Und Snackautomaten. Dann noch die ganz edle Couch hier. Und dann noch ein Fernseher. So, sollen sie mit glücklich sein. Das reicht ihnen hoffentlich. So. Damit fehlt jetzt nur noch die Produktion gerade. Und die machen wir jetzt hier mal so richtig schön auf 20. 8x6. Schauen wir mal, wie viel wir da reinkriegen. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Die 3000er. Doch. 1, 2. Nur 3 Stück. Das ist Hammer. Und hat wirklich Platz ohne Ende. Die genauso, ja, die sind genauso groß. Die anderen alle. Okay. Und dann kommt da unten noch das. Der Lager. Auch mit 4x6. Auch etwas größer diesmal. So, Lagerraum. So. Mal wieder so, dass man sich durchquetschen muss. Jetzt kann ich das Random Stuff machen. Also das Wohlfühlzeug hier. Verschiedenes. Trinkautomaten. Du, ein Trinkautomat, ihr ein Trinkautomat, ihr ein Trinkautomat, ihr ein Trinkautomat. Ihr sowieso ein Trinkautomat, ihr hier. Trinkautomat. Cheffe, Trinkautomat gleich neben.
Entwicklung, Trinkautomat im Klo. Ja, komm, im Klo auch noch ein Trinkautomat. Weil es sein muss. Hier ein Trinkautomat. Hier natürlich auch ein Trinkautomat. Überall braucht man Trinkautomaten. Wasserspender, Entschuldigung. Kopierer. Wer will alles einen Kopierer haben? Ihr bestimmt. Und ihr. Und ihr. Und ihr. Und Chef natürlich. Und ich weiß zwar nicht warum, aber... Jo. Und hier passt er wirklich mal nicht rein. Tatsache. Aber hier passt mal einer rein. Super. So, haben wir Trinkautomaten auch. Ventilatoren, da beschweren sie sich eh auch wieder drüber. So, überall einen rein. So, darüber können sie sich auch nicht beschweren. So, Chef kriegt erstmal wieder eine Musikanlage. Die hier natürlich auch. Wer will noch? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Na, bei euch passt das nicht so wirklich. Bei euch auch nicht. So mitten im Raum, das wäre irgendwie blöd. Hier noch eine. Habe ich hier schon eine hingestellt? Ne, hier eine. Hier eine. Auf dem Klo eine. Natürlich. Weil wir brauchen auf dem Klo unbedingt Soundsysteme. Dann noch ein paar Lampen. Falls, hier nicht die, falls da nicht die hellsten arbeiten, dass sie jedenfalls erhellt werden. Hahaha. Ein schönes Bildchen überall. Jeder kriegt ein Bildchen. Bildchen für alle. Aber ich sehe mir das gar nicht. Ihr seid ja schrecklich. So, Bildchen, Bildchen, Bildchen. So, und ich denke mal... Ach ja, komm, hier noch ein Verbandskasten. Und einen Feuerlöscher für den Chef. So. Jetzt muss ich die Leute hier irgendwie aufteilen. Und ich weiß nicht mehr, wer wo war. Das schreibe ich jetzt irgendwie hin. Kann ich hier noch irgendwie... Steuerung F1 bis F12. Du kannst Mitarbeitergruppen. Okay. Ersten Programm, ja. Hier habe ich keine Ahnung, wer was ist. Okay, da sie die einzige Frau ist, die war, glaube ich, noch bei einem Programmierer mit dabei. 48. 32. Büroarbeiten 30. 14. Oh, die ist schnell. Die hat auch gutes Game Design. Also der oder die. Sehr schlecht. Der kommt hier mal zur Laforschung. Die drei kommen mal hier rein. Wir haben noch sehr viele Stellen zu besetzen. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Aber das werdet ihr wohl in der nächsten Folge erfahren, wie das hier alles aufgeteilt wird. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommi und wenn ihr noch mehr so einen Schwachsinn sehen wollt, vergesst nicht, mich zu abonnieren. So long, euer Sergeant Chaos.